Ja, unser kleiner Kult schlägt ein bisschen Alarm und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Wir sind immer noch mit dem Kult unterwegs. Wir müssen noch einige Leute killen. Die Frage ist, wie viel haben wir denn noch überhaupt? Achso, die sind letztlich egal. Ihr könnt eigentlich flüchten. Wir sind eigentlich auf Rettung. Haben die uns das gerade gesehen oder wie sieht das aus? Es sind auf jeden Fall noch einige am Leben. Ja, da oben. Nehmen. Shit. Ich gebe mich gerade mal wieder ein bisschen zurückholen. Also zurückrudern. Ach so, der unten. Tür ist offen. Licht aus. Eieieiei. Die schlagen hier richtig alle an. Die wollen uns auf jeden Fall dick ans Leder. Entschuldigung. Der ist tot. Was haben wir hier? War hier gerade irgendwas mit Ausmachen? Ja, der Feuer. Das kann uns sonst wehtun. Scheiße! Mal an mich. Ich brauche die Munition. So, jetzt habe ich wieder Waffenmunition. Oder auch nicht. Dann muss ich deine Schrotflinte nehmen. Oder was auch immer du hast gerade. Na gut. Zack. Oh, du hast eine Waffe. Das ist gut. Also eine bessere Waffe. Ich bin kein Fan von Schrotflinten, weil da muss ich. Ja, das will ich sehen, Kollege. Das will ich sehen. Okay, wir haben so eine Chemikalie gerade geholt, wie auch immer. Aber es ist ja Minimum noch nur einer. Komm hoch. Jetzt wurde der scheiß Schädel. Ach, verdammt. Tot. Ja, das Problem, ich habe keine Waffenmunition mehr. Warte mal. Das werden wir gleich. Also, ich habe keine Munition mehr. Tatsächlich nicht mehr. Jetzt wieder die Waffe wechseln. Gib mir auf die Schrot. Was mit dem Revolver? Ja. So, der ist auch hops. Wenn du jetzt auch einen MG hast, bin ich zufrieden. Ah, das ist auch so eine Schrot, okay. Du auch.
Hast du einen MG? Ja, du hast einen MG. Sehr gut. Mal das Feuerchen ausmachen. Wie gesagt, das wird sich verbrennt. Dem mal so ein bisschen symbolisch das Licht ausknipsen, dem Kult hier. Ja, wie nervt mich das gerade? Was ist denn das? Ich kann doch hier irgendwo... Natürlich das Ding irgendwie ausgemalt, ich frage mich jetzt. Hä? Ja, Mai. Ich habe jetzt irgendwie... Da oben! Ist das jetzt irgendwie so eine Alarmglocken? Ich weiß nicht, ob ich das... Krieg ich das nicht aus? Wahrscheinlich hier oben, oder? Na komm, probieren wir es mal. Also, ihr verdammten Ketzer! Erst Katja und jetzt ich! Verdammt, bist du schnell, Artyom! Ja, merkst du was? Sieh mal, Artyom, wir sind nur auf der Durchreise. Lass uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Oder die Sauron kann sich verabschieden. Und Katja, um die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Verstanden? Weil ihr Katja betrogen habt, müsst ihr den Herrn um Vergebung bitten. Aber für den Mord an meinen Kindern, den Kindern Gottes, werdet ihr bis zum Ende eurer Tage in der Hölle schmoren. Was? Ein Freak. Das erinnert mich gerade so ein bisschen auch an Farquay. Halt die. Nein. Aurora, Volldampf voraus. Verstanden. Ach, Jam, hau ab. Ich übernehme jetzt. Nein, Duke. Wir haben jetzt uns jetzt allein gelassen, oder? Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Leider ist es Duke nicht beschieden, sie zu sehen. Bin ich an seinem Tod schuld? An allem, was an der Brücke geschehen ist? Könnte sein. Wir leben in einer grausamen Welt und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu ändern. Wir wollten nur durchreisen und es ist nicht meine Schuld, dass sie nach Blut schrien. Ihr Eifer erinnerte mich an die Metro, wo die Menschen unter einer Lüge leben, dass die Welt tot sei und man nirgends mehr hin könne. Jeder, der das in Frage stellt, wird mit einer anderen Lüge abgefüttert. Der Krieg tobt noch. Hier ist Elektrizität eine Sünde. Ist doch alles ein und dasselbe. Ja. Artyom, Artyom. Wach auf, mein Schatz. Sorry, ich wollte was trinken gerade. Steh schon auf. Artyom, der Oberst will dich im Führerstand sehen. Ei, Captain. Wir sehen uns später. Jupp, bis später. Na los, wach auf. Okay. Bin doch schon wach. Ei, stress doch nicht, Frau. Meine Fresse. Ah, hübsch bist du, muss man sagen, auf jeden Fall.
So, genau, wir machen... Onkel Artyom! Okay, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Willst du mal gucken? Die ist so cool. Kinder. Hier, Onkel Artyom. Ah. Kann man Munition jetzt irgendwie erstellen oder so? Gereicht den höchsten Ansprüchen. Was komm, wir nehmen hältst du von dieser Werkbank? Alles in Griffweite. Trotzdem so viel Platz. Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Das müssen wir auch weiterhin so machen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns. Nützliches wichtig. Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Und je weiter wir uns von Moskau entfernen, dann nehmen wir die mit. Schwieriger wird es vermutlich, die Sachen zu besorgen. Also denk immer dran, alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun. Ich weiß noch nicht, wo ich an den Anzügen arbeiten werde, aber das wird sich bald zeigen. Es wird höchste Zeit, so, dass wir unsere Uniform verlieren. Ein paar unserer Leute sehen bereits ziemlich zerlumpt aus. So, wir nehmen auf jeden Fall mal Munition mit. Zack, 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 zack. Yeah. So, alles wunderbar. 24, zack, genug Munition wieder. Hat darüber einfach Witze gemacht. Was wollte ich? Von jetzt an werde ich hier arbeiten. Gut, das reicht. Genug angegeben. Ich will nicht weiter deine Zeit beanspruchen. Der Oberst hat dich zu sich beordert. Ich habe Sachen zu erledigen. Ihr macht eure Ausrüstung immer so schnell kaputt. Aber nichts, was ich nicht reparieren muss. Onkel Zuckerriff! Onkel Zuckerriff! Was möchtest du denn fragen? Onkel Zuckerer, hast du eine Nähmaschine? Nein, habe ich nicht. Aber wie reparierst du denn dann die Anzüge? Na, wie alle anderen. Ich nehme Nadel und Faden und nähe mit kleinen Stichen. Wow, cool. Kannst du mir das beibringen? Na klar, aber später. Ich habe noch zu tun. Lässt du mich dann Sams Gewehrgurt nähen? Naja, ach, klar doch. Oh, aber nur unter Aufsicht. Sam ist sehr streng, weißt du? Hurra! Und Onkel Sam ist gar nicht streng. Er ist total nett. Also gut, sieh mal her. Ich zeige es dir einmal. Und jetzt machen wir das. Alles klar. Und jetzt von dieser Seite. Ich verstehe. Okay. Da musst du vorsichtig sein. Siehst du? Ja. Der bringt jetzt erstmal das Nähen bei. Wunderbar. Moin, Kollege. Taucherpause. Das ist gut. Ja. Ist zwar ungesund, aber nimm. Das sind Zigarette. Hauptsache Zeitungspapier als Paper. Jo. Verdammt, ist die stark. Ja, wer weiß, was da drin ist. Naja, aber nicht so stark für uns. So, raus damit. Rauchen sehr ungesund. Also ich werde sogar nicht Raucher, weil wir jetzt damit deine Lunge und so kaputt machen will. Bitte schön, gerne, soll jeder für sich selber entscheiden. So, dann gehen wir mal. Moment, welche Zug? Ja, doch, in die Richtung ist okay. Auf die Tür. Der Oberst wartet im Führerstand auf dich. Na ja, machen wir das doch. Machen wir kurz raus. So, Türchen auf. So, der Führerstand ist eher dann oben und da ist der Kollege. Moin! Hör zu! Ich habe mit der Arche gesprochen. Und zwar dank Tokarev. Er hat den Decoder ans Laufen gebracht. Yay! Arche, bitte kommen! Bitte kommen, Arche! Ende! Arche hier! Identifizieren Sie sich! Ende! Hier spricht Oberst Vatoslav Malnikov, Kommandant einer Sondereinsatztruppe. Wir haben Ihr Signal empfangen und sind unterwegs zu Ihnen. Haben Sie verstanden? Ende! Ja, ja! Ich höre Sie laut und deutlich! In
Mit wem spreche ich? Wie kann ich Sie ansprechen? Stellvertretender Leiter der Kommunikationsabteilung, Major Ivanov. Einen Moment. Oh ja, Herr Major. Natürlich müssen Sie eine Überprüfung durchführen. Also gut, Oberst Melnikov. Einfach großartig. Ich entschuldige mich für den Mangel an Vertrauen. Wie Sie wissen, ist die Situation ernst. Und der Feind kann jederzeit zuschlagen. Das verstehe ich, Herr Major. Und ich hoffe, Sie können der Führung mitteilen, dass meine Leute sehr pflichtbewusst sind und Ihnen bei unserer Ankunft voll und ganz zu Diensten stehen werden. Ende. Vielen Dank für die guten Nachrichten. Wie viel Mann umfasst Ihre Streitkraft, Oberst? Ich habe einen Trupp der besten Agenten, die unsere Spezialeinheiten zu bieten haben. Ein Trupp? Ah, ich verstehe. Nun, das ist gut. Sehr gut. Ja, wir sind keine große Streitkraft. Aber wir überbringen eine extrem wichtige Nachricht. Wir kommen auf Sektor K6 Alpha zu Ihnen. Haben Sie Informationen über Feinde, auf die wir unterwegs treffen könnten? Ende. Einen Moment, bitte, ich schau mal nach. K6 Alpha, sagen Sie. Soweit ich das sehen kann, sind keine Feindbegegnungen aus dieser Gegend gemeldet worden. Ich muss unser Gespräch jetzt leider beenden, aber seien Sie versichert, dass wir Ihre Ankunft erwarten. Ich werde sofort Bericht erstatten und der Verteidigungsminister wird Sie sicher gern empfangen. Okay. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank. Ein paar Worte aber noch. Wie ist die allgemeine Lage bei Ihnen, Herr Major? Bitte? Herr Oberst, Sie werden verstehen, dass diese Information gehalten ist. Aber ich verstehe auch, dass Sie... Uns geht es gut, keine Sorge. Nun, wir sehen uns in der Arche. Ende und aus. Ich diene dem Volk. Ende und aus. Ja, eine lange... Verstehst du jetzt, du ungläubiger Thomas? Meine Hände Warum zittern. Was schubst du eigentlich so? Der Minister höchstpersönlich. Das ist unglaublich. Übrigens, Archer, du solltest dir mal die Karte ansehen. Gut, okay, dann ist das so. Okay, da, die Frage ist, wo geht's jetzt lang? Darf ich nicht? Okay, ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie ein Ziel auf der Karte. Aber irgendwie scheinbar nisch. Also kann ich die Karte nicht öffnen. Aber ich es gerade versuche. Ich wollte eigentlich was anderes. Krieg ich keine... Alkohol. Sorry, wenn ich jetzt gerade in den Fotomodus gegangen bin. Naja, aber es hat er uns echt reingelegt. Wir hatten den Schnaps bereit, Sam hielt die Rede, eine gute noch dazu. So, wir können, müssen jetzt eh warten, scheinbar. Naja, stimmt ja auch. Nicht so schüchtern. Also, Sam beendet seine Rede. So. Die Frage ist, wo wollen wir denn überhaupt hin? Wie du siehst, fahren wir fast geradewegs auf den Yamantau-Komplex zu. Katja und Crest haben gesagt, dass die Strecke dort in einem brauchbaren Zustand ist. Ja. Genau. Wir nähern uns dem Yamantau-Bunker, dem letzten Ziel unserer langen Reise. Der direkte Funkkontakt mit dem Bunker hat Millers Unmut über das Zerstören unseres bisherigen Lebens vollends zerstreut. Er wartet jetzt begierig auf das Treffen mit dem Verteidigungsminister, das ihm versprochen wurde. Vermutlich ist einem Karriereoffizier so etwas wichtig. Die Leute sind jedoch weniger interessiert. Sie stellen wichtige Fragen. Wo sind die Besatzungstruppen? Warum treffen wir nur auf Wildnis und wild gewordene Menschen? Was hält die Regierung davon ab, das Land wieder aufzubauen? Was wurde in den letzten 20 Jahren bereits unternommen? Miller glaubt, dass wir auf alles Antworten bekommen werden. Er wird begnadigt, Anna und ich auch. Und dann kehren wir alle nach Hause zurück. In die Metro.
Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge.